Ihr habt abgestimmt, ihr habt entschieden und die Mehrheit von euch sagt, yo, ich möchte gerne auch mal andere Spiele auf diesem Kanal sehen und deswegen zocken wir heute eine Runde Fall Guys mit dem Fruchtig. Und wir zocken heute mal, zumindest für mich, die erste Runde. Fruchtig ist schon klitzekleiner Experte. Naja. Ja, doch, würde ich jetzt schon sagen, oder? Ja, also ja, du bist 18 Stunden, aber... Ja, du bist doch schon ESL Pro-Player, das wissen wir doch alle. So in etwa würde ich das sagen, ja. Ja, und für mich ist es halt die erste Runde und das könnte ziemlich witzig werden. Also ich glaube, bei dem werde ich jetzt gleich mal rausfliegen. Habe ich so das Gefühl. Hinterm Rissrennen. Das sieht so aus, als wäre das sauschwierig. Ja, schau mal. Die Würste sind schon kacke. Ach du Kacke, das sehe ich jetzt erst. Oh, verdammt. Ja. Ach, du Heiliger. Ich hab's dir gesagt. Ja gut, dann, wo läuft man denn am besten? Ich würde sagen, so. Drehen sich die? Nee, oder? Die sind aber fest. Nee, die sind noch fest. Ach, verdammt. Okay, ich aber bin runtergefallen. Du hättest halt Real Talk einfach nur warten müssen. Du musst egal, immer warten, egal. Bis die letzten... ich bin weil dann kommst du immer viel, warum viel schieben die an? Was ist denn los bei den Leuten? Die schieben einfach gegeneinander. Ja, das ist cool hier bei den Dingern. Ernsthaft? Und du musst immer mit der breiten Masse mitlaufen. Ja, ich merk schon. Einfach laufen. Okay. Jetzt geht hier die Tür zu. Und jetzt geht's weiter. Oh Gott, jetzt kommen diese Bommeldinger. Ja, einfach durchlaufen. Einfach durchlaufen. Außer hier ein bisschen stehen bleiben. Ja, das sagst du mir jetzt. Aua. Ja, ich wurde auch zweimal mitgenommen. Aber egal. Jetzt hier in der Grütze laufen, okay? Aber am besten ist oh mein Gott, das wird so close, Oh, 41. Nein. Bist du raus? Oder bist du drin? Nein. Ich sehe es, nein. Ach nein. Oh mein Gott. Das war so knapp. Ich hab's gerade gesehen. Ich wurde von dem Pinken einfach aufgehalten. Oh, scheiße. Ja gut, ne? Profi ESL-Player. Ja, auf dem ESL-Pro-Player passiert mal was. Das ist ganz normal. Aber du bist ja heute der Scene-Maker. Ich bin heute der absolute Scene-Maker. Ich sag's dir, ich hol jetzt in meiner ersten Runde diesen Win. Ich sag's dir, ist MVP, so nennt man das. Ja, auf jeden Fall. Rollfeld. Ach nein. Ach nein, Alter, Rollfeld. Man kennt es aus so vielen YouTuber-Aufnahmen. Oh mein Gott. Okay. Oh Gott. Und das Dumme ist halt einfach wirklich, dass die Leute dich festhalten können. Das finde ich so dumm. Ja. Oh. Ja, aber es muss auf jeden Fall nochmal was rein, dass man... Oh Gott, oh Gott. Ja, dass man... Dass man seine Freunde sieht. Ja, auf jeden Fall. Es muss noch viel passieren hier. So ein 1v1 wäre auch geil hier. Ja. Oh mein Gott, war das knapp. Oder halt einfach so ein Kreativmodus oder so, wo man halt mal... Selber was bauen kann. Boah, das wäre heftig. Wo man auch solche Games mal austesten kann. Ja, so Spielwiese. Ein bisschen perfektionieren kann, weißt? Spielwiese-Modus. Ja. Oh mein Gott, das war gerade zu close. Kann damit über ein paar ausscheiden. 12 von 17, 14 von 17, 3 noch. Okay, komm. Das ist doch machbar. Oh Gott, der eine hat mich festgehalten. Oh. Ich will nicht rausfliegen. Oh Gott. Hey, gefühlt in jeder Runde ist immer jemand mit einem Beta-Skin drin. Habe ich so das Gefühl. Okay. Wie sehen die aus? Ja, die haben halt so, die sehen halt so aus wie Dummies, weißt? Ach so, okay. Die haben so dieses Dummy-Zeichen auf sich drauf. So oh orange. Nein! Es hätte einer gefehlt, in dem Moment bin ich runtergefallen. Oh man. Weil mich die anderen runtergeboxt haben. Ja, und jetzt willkommen wieder zur ersten Runde. Und jetzt holen wir doch sicher nicht einen Win, oder? Das ist doch ganz klar hier. Ja, in der ersten Runde ist das ja auch nicht schwierig, weißt? Also das, was ihr davor gesehen habt, das war irgendwie nur eine Fantasievorstellung von euch. Und das war alles ein Traum. Und in Wirklichkeit ist das jetzt hier die erste Runde. Wird hier als erster oh Gott, durch. Was ist das denn? Ich überwinde die Hindernisse geil. Und renne zur Ziellinie. Der Kreisel. Das sieht ja mal ultra schwer also aus. Also bei dem vorletzten Kreisel sozusagen würde ich dir raten, geh außenrum. Okay, ich weiß nicht, ob ich mir das bis dahin merken kann. Aber okay. Ja, egal, ist ja erste Runde und klar, Anfängerglück heißt ja, wir müssen einen Win holen, das ist ja gar kein Stress. Also ich weiß auf jeden Fall, was man gesehen hat, man muss sich von diesen Dingern boxen lassen, so ein bisschen. Ja. Okay, habe ich getan. Oh, man kann nicht rausfliegen, oder? Kann man rausfliegen? Nee, hier nicht. Okay, das ist sehr, sehr gut schon mal zu wissen. Oh, diese Stelle, ich hasse sie. Was ist das?
Okay, 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 okay. Ich bin durch. Ich hab das Windrad mitgenommen. Mich nimmt das Windrad nochmal mit. Boah, ja, das Windrad. Dann. Oh, ich wurde drüber geschleudert. Ich schaff's nicht! Drüber geschleudert. Oh mein Gott, ich hab's geschafft, ich hab's geschafft, ich hab's irgendwie geschafft. Ach du Heiliger, es sind halt so viele vor mir, ich weiß nicht, ob das noch reicht. Das könnte echt close werden. Aber ich bin gerade gut dabei. Okay, jetzt muss ich gut timen hier. Komm. Auf Ehrenbasis. Ja! Okay. Bei den Gängern musst du immer rechts gehen. Achso, ich bin jetzt in der Mitte. Ganz rechts musst du gehen, eigentlich. Da kann man runterfliegen jetzt hier, ne? Ja, genau, hier kann man runterfliegen. Ach du Heiliger. Okay. Okay. Oh mein Gott, war das knapp. Nein! Oh! Nein! Er hat mich runtergeboxt, ich werde es nicht schaffen. Oder? Nein, wobei, so weit ist es gar nicht. So weit ist es gar nicht, actually. Nein! Alter, ich hab's gesehen, ich hab's gesehen. Komm schon, ich will da diese Qualifikation. Nein, nein, nein! Oh mein Gott, jetzt, also wenn ich es jetzt noch schaffe, dann fresse ich eine ganze Besenkammer. Nein! Nein! Das kann doch nicht sein! Ja, okay, das war's jetzt. Das war's jetzt. Das war's jetzt. Das war's jetzt. Vier Leute, come on. Ja, die haben es geschafft. Nein! Ich krieg es nicht auf Kette. Oh Mann! Ey, Mann! So, und jetzt willkommen zur ersten Runde Fall Guys. Das, was ihr vorher gesehen habt, das war einfach nur Einbildung in eurem Kopf. Deswegen, ja, jetzt geht's los. Ganz hinten ist es übrigens die rechte Tür von uns aus gesehen. Woher weißt du das? Weil das Dreieck da kleiner ist. Ich verstehe mal nicht, welches Dreieck du meinst. Das ganz untere Dreieck. Das ganz untere Dreieck. Die weißen Dreiecke, die du da siehst. Ah. Und da sind welche kleiner. Ich check's trotzdem nicht, aber egal. Das meinst du, das in der Mitte? In der Mitte ist doch so ein... Ja. Oder, ach so. Hä, hey, aber wie... Hey, was? Ich sehe halt da keins kleiner sein. Ohne Spaß jetzt. Ich renne einfach mal der Masse hinterher, scheißegal. Ja, ja, das ist doch mal gut. Ich boxe sich bloß jetzt gerade alle irgendwie gefühlt tot. Es ist rechts. Es ist rechts, ich wusste es. Und links, okay. Das letzte ist rechts. Ja, du hast recht, halt echt. Du bist ja ein absoluter Gönner. Ich bin auf so ein Teil drauf gefallen, nein. Alter, das könnte richtig knapp bei mir werden. Ja, 10. Okay. Oh. Hast du geschafft? Oh, ja. Wild. Da platzen sie alle. Macht euch raus. Weg mit euch. Also es ist einfach bloß wie Memory und ich muss mir merken, was dann, okay, wo die Sachen sind und dann wird auf dem Bildschirm irgendwas angezeigt und dann muss ich dahin, oder? Jetzt reit. Okay, also Kirsche, Traube. Okay, habe ich verstanden. Boah, diese Leute, die hier einschubsen, das ist so räudig. Kirsche, Traube. Ich stehe auf Traube, da drüben ist Kirsche. Okay. So. Traube. Stand ich auf Traube oder stand ich auf Kirsche? Ich stand auf Traube, glaube ich. Wo bist du? Ja, auf der anderen Seite. Ah, ich sehe dich, guck mal rüber. Kann man winken oder so? Boah, das ist ja geil. Ja. Wie kann man winken? Warte, da gibt's einen Emote dafür. Gleich. Warte, ich bin kurz drin hier. Okay, Wassermelone. Ich stehe. Oh mein Gott, ich hab's vergessen. Also hier ist Traube, Banane. Kommt eh noch mal ich stehe auf einer Mango. Da ist eine Wassermelone. Ach du Heiliger. Ich glaube, für alle ist das unterschiedlich. Ich glaube, das war Banane hier. Hier, guck mal. Oh mein Gott, wie viele hier sind. Guck mal hinter dich. Ja, ich sehe dich. Hi. Okay. Siehst du es? Ja, ich sehe es. Hi. Warte, ich muss mich konzentrieren hier. Okay, Kirsche, Traube, Orange. Oh mein Gott. Mango. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich habe alles vergessen. Ich stehe gleich auf der Kirsche, oder? Du musst zu mir kommen. Hä, ernsthaft? Wo bist du? Nein, ich stehe auf der Kirsche. Okay, kann das bitte vorbei sein? Yes! Let's go! Na, wild, Alter! Hier doch ist El Pro, ganz klar! Ja. Was ist denn das? Das ist doch so eine Plattform Wände und da kommen solche Wände halt. Wände? Ja, die kommen halt von unten hoch und dann musst du den ausweichen. Ach du Heiliger. Bestenfalls. Übrigens können die alle rausfliegen. Ja, ich hab's bemerkt. Ich sehe halt keine Wände. Ja, die kommen erst. Ach du Heiliger. Komm von vorne.
Ah, ich sehe es! Ich sehe es. Ah, okay, okay, ich hab's verstanden. Kommen die dann auch gleichzeitig von zwei Seiten oder ja, immer noch? Ja, manchmal schon. Ah, der eine boxt mich hier. Das ist frech. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber ich bin gerade gut dabei, würde ich sagen. Ich hab zwar keine Ahnung, aber. Okay, ich gehe einfach ganz an den Rand. Hier noch kann keiner rausgeflogen. Ja, auf jeden Fall gut dabei. Ah! Nein! Ich lag auf der Kante! Ja gut, Leute, das war's mit der ersten Runde Folge. Also wenn ihr mehr sehen wollt, dann ja, lasst dem Video ein Like da. Und dann würde ich sagen, danke an den Fruchtig, dass er dabei war. Ihr könnt gerne mal auf seinem Twitch-Channel vorbeischauen. Und ich mache jetzt die Abmoderation. Du machst die Abmoderation? Ja, tschüss. Wild, wild. Also Leute, macht's gut, bis dann und ciao.